Hallo und moin. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich diese kleinen Häschen gebastelt habe, und zwar aus Socken. Ich habe diesmal alles nur Hasenmädchen gemacht, weil ich weiß-rosa Socken hatte. Und wie ich die gebastelt habe, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Das ist total einfach. Guckt einen Augenblick zu und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. So, als erstes braucht ihr natürlich eine Socke. Ich habe jetzt eine Puschelsocke genommen. Und weil die ja so ein bisschen grob ist, habe ich jetzt meine Füllung einfach im Damenstrumpf reingetan, dass sie nicht rauspurzelt. Als Füllung könnt ihr kleine Steinchen, Reis nehmen oder Füllwatte. So, als erstes kommt unsere Füllung einfach in die Socke rein. Bisschen drücken. Und dann braucht ihr erstmal einen Faden. Und dann wird hier oben einfach einmal so abgebunden. Richtig einmal so fest, einmal Knoten und einmal so abschneiden. Dann knetet ihr euren Hasenkörper, wie ihr den haben möchtet. So, dann nehmt euer zweites Bändchen und trennt den Körper und den Kopf, so wie ihr das haben möchtet. Noch manchmal noch ein bisschen nachdrücken. Richtig schön stramm. So. Jetzt habe ich meine Form schon fertig. Jetzt kommen die Ohren dran. Ich habe jetzt eine Riesensocke genommen. Wenn ihr kleinere Socken nehmt, habt ihr natürlich nicht so viel über und schneidet das einfach erstmal so in der Mitte durch. Dann habt ihr hier so zwei so Flügel. Und damit die nicht so ausfransen und die Ohren nachher ein bisschen schöner liegen, nehme ich einfach mal eine Heißklebepistole. Ich rück das jetzt mal einfach so ran. Und klebe mir die Beinhälften gleich so zusammen. So, und dann drücke ich die einfach so zusammen. Der kriegt jetzt ganz lange Ohren. So, und mit dem zweiten genauso. Einfach eine so eine Reihe Kleber da drauf machen. Und einfach so zusammendrücken. So, jetzt ist dieser ja schon ein bisschen abgekühlt. Ein bisschen Platz machen hier. Und dann könnt ihr das Überschüssige, ihr seht, das klebt jetzt so. Und dann sieht man das so ungefähr, wie weit man das. Ihr könnt das jetzt auch natürlich so einzeln jetzt so abschneiden. So oder einfach so. Denn im Ganzen. Also ungefähr sieht man das auch, wo die zusammengeklebt sind. So, und der hat jetzt ja so einen Riesenschlappohren gekriegt, aber das finde ich auch gar nicht so schlecht. Und bei diesem genauso nehme ich mir das wieder hier so. So ungefähr kann man das auch fühlen, wo man geklebt hat. Zack. Dann habe ich zwei so Riesenschlappohren. Und in der Mitte werde ich mir jetzt auch noch einmal so einen Punkt ein bisschen drauf machen. Und klebe ihm einmal ein bisschen zusammen. Noch ein paar Fädchen hier. So. Dann sieht das schon mal so aus. Und dann, ich lege den jetzt ein bisschen hin, das geht einfacher. Jetzt werde ich einfach ich nehme jetzt Wackelaugen. Ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr glatte Strümpfe habt, aufmalen. Also zum Bekleben könnt ihr natürlich wieder alles nehmen, was ihr möchtet. Ich mache jetzt erstmal meine beiden Augen hier. Ich habe so kleine Wackelaugen. Als Nase könnt ihr auch einen Knopf nehmen. Oder so.
Wobei ich ja nun jetzt die Hasenmädchen alle gemacht habe, bekommt meiner hier oben noch eine Schleife. Das ist hier nämlich so, dass ich weiß, wo ich die hinsetzen möchte. Komm da oben hin. So. Ich habe meine Hasenmädchen jetzt fertig. Ihr könnt natürlich auch Hasenjungs machen. Wer möchte, kann da natürlich denn jetzt hier auch noch ein Schleifchen rummachen oder noch mehr draufkleben. Wie gesagt, ihr könnt das auch mit den glatten Strümpfen machen und dann könnt ihr das auch aufmalen, wer das möchte. Und wie immer wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln.